Ich denke, jetzt ist es an der Zeit, mal was zu den Trainertransfers zu sagen. Wir haben es gehalten wie immer. Wir äußern uns erst, wenn Fakten geschaffen sind, und das ist seit gestern der Fall. Und wir haben dann umgehend eben auch die Medien informiert, dass sowohl Dirk Schuster klar ist, dass er mit seinem Trainerteam kommt, dass er mit Sascha Franz und Frank Steinmetz zwei Co-Trainer mitbringt und dass der Transfer von Markus Weinzel zum FC Schalke 04 fix ist. Irgendwie war es jetzt ein unrühmliches Ende mit Weinzel. Würden Sie das auch so beschreiben? Ich selber fand es unheimlich schade eigentlich, dass wir am letzten Spieltag den Markus nicht Gebühren verabschieden konnten. Das wäre sicher ein optimaler Rahmen gewesen. Wir haben im vorletzten Spiel die Klasse gehalten. Nur zu dem Zeitpunkt war eben überhaupt noch nichts fix. Das lag sicher auch daran, dass Christian Heidel auf Schalke 04 erst nach dem letzten Spiel seinen Dienst begonnen hat. Und ich kann schlechten Trainer verabschieden und mich für 4 tolle Jahre bedanken, wenn die Fakten noch nicht geschaffen sind. Das ist sicher schade, aber darum, da bitte ich einfach um Verständnis. Aber es gibt jetzt keinen Groll zwischen zum Beispiel Ihnen oder Verein und Weinzel? Nein, ganz und gar nicht. Das war eine tolle Zeit. Ich habe es auch in der Pressemitteilung gesagt. Also grandiose Jahre, ich glaube, für uns alle. Wir haben viele schöne Erlebnisse in den letzten Jahren mit dem FC Augsburg haben dürfen. Und er hat hier einen ausgezeichneten Job gemacht bis zum letzten Tag. Und von daher bedanke ich mich auch im Namen aller Mitarbeiter des FC Augsburg bei ihm für die engagierte, tolle Arbeit und wünsche ihm auch alles, alles Gute jetzt auf Schalke. Nur es ist ganz klar, wir kümmern uns um den FC Augsburg und versuchen eben auch hier weiter erfolgreich zu sein. Ja, ist es auch. Wir haben wirklich 4 tolle Jahre gehabt und dafür gilt es einfach auch Danke zu sagen. Auch wenn sich das jetzt am Ende etwas gezogen hat und wir, glaube ich, alle es gern gehabt hätten, wenn es am letzten Spieltag festgestanden wäre, weil dann hätte man ihn verabschieden können, die Fans hätten ihm noch mal zujubeln können, er hätte vielleicht auch ein paar Worte an die Fans richten können, nur es gab noch keine Fakten. Und ich denke auch, wenn man sagt, vom letzten Spieltag bis heute sind jetzt 14 Tage vergangen. Also für so einen Wechsel, glaube ich, ist das nicht so eine ganz lange Zeit. Letzte Woche hätten wir es gerne vollzogen. Markus Weinzel war im Urlaub in der letzten Woche und konnte die Auflösungsvereinbarung nicht unterzeichnen. Aber wir halten es halt so, dass wir Dinge erst bekannt geben, wenn wirklich alles klar ist und alles auch vorliegt. Es ist leider nicht zu verhindern. Es wird immer spekuliert, es wird bei Trainern spekuliert. Das haben wir mit Markus Weinzel ja jetzt schon einige Zeit mitgemacht. Und es ist bei Spielern genau das Gleiche. Es werden immer wieder Namen ins Gespräch gebracht mit dem FC Augsburg. Da ist an vielen überhaupt nichts dran. Aber wir haben es uns abgewöhnt, die Namen zu kommentieren. Auch die Namen, die von Trainern, die mit dem FC Augsburg in Verbindung gebracht wurden, haben wir nie kommentiert. Nur vieles, was da eben geschrieben stand, stimmt definitiv nicht. Also wir haben mit keinem Trainer außer Dirk Schuster verhandelt, zum FC Augsburg zu kommen. Wie war die Situation für Sie, als Weinzel im Januar gesagt hat, dass Sie den Verein verlassen werden? Das ist vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit, es richtig zu stellen. Also das ist eben nicht richtig, dass Weinzel uns informiert hat im Januar. Der Berater von Markus Weinzel hat Anfang April ihn unterrichtet, dass Markus Weinzel sich entschieden hat, er möchte gerne zu Schalke 04 wechseln. Gab es vorher keinerlei Anzeichen? Es gab natürlich mal Gespräche, dass er sich Gedanken macht. Das war ja auch im letzten Jahr der Fall, dass wenn ein Angebot auf dem Tisch liegt, dass er sich damit beschäftigt hat und sich Gedanken gemacht hat, das ist irgendwo auch nachvollziehbar, glaube ich, wenn jemand ein außergewöhnliches Angebot hält, beschäftigt er sich damit. Aber wir sind das erste Mal Anfang April kontaktiert worden mit dem Wunsch, dass Markus Weinzel
zum FC Schalke 04 möchte. Und dann, klar, haben wir überlegt, wie geht man da mit der Situation um. Wir waren in einer extrem schwierigen Phase der Meisterschaft, in einer ganz, ganz entscheidenden Phase. Und ich glaube, im Nachhinein muss man sagen, wir haben wirklich viele Dinge richtig gemacht und richtig gut gemacht. Sowohl Markus Weinzierl, der einen erstklassigen Job gemacht hat, bis zum letzten Tag sehr engagiert war, kein bisschen nachgelassen hat. Und das hat man gespürt. Das hat uns auch die Überzeugung gegeben, dass wir gemeinsam eben unser Ziel erreichen in der Saison. Das ist Gott sei Dank gelungen mit dem Klassenhalt. Aber wenn es vorher schon Gespräche gab, in denen Weinzierl Ihnen erzählt hat, dass er sich Gedanken macht, dann hat Sie das doch nicht völlig überraschen können im April. Sie müssen doch zumindest, dass etwas passieren kann oder dass er sich... Dass was passieren kann, ich glaube, damit muss man im Fußball immer rechnen. Warum hat es so lange gedauert, bis ein neuer Trainer praktisch kam, wenn Sie schon im April wussten, es geht zu Ende? Weil wir ganz klar gesagt haben, für uns hat in der Phase nur eins Priorität, das ist der Klassenerhalt. Und wir wollten keinerlei Unruhe reinbringen, weder in Gesprächen mit Markus Weinzierl über einen möglichen Transfer, noch mit einem möglichen neuen Trainer. Und wir haben uns klar intern unterhalten, welche Trainer für uns in Frage kommen könnten, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, jemanden zu finden, der auch zur Philosophie des FC Augsburg passt und hier zu dem Verein passt. Und wir waren sehr schnell uns einig, dass wir Dirk Schuster da favorisieren. Nur Darmstadt war in einer ähnlichen Situation wie wir. Wir haben bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt gekämpft und auch da haben wir gesagt, es ist einfach der Respekt auch anderen gegenüber, dass man da keine Unruhe reinbringt in der Phase. Und dann kam es zu den Gesprächen erst nach dem letzten Spieltag. Auch mit Schalke? Und da muss ich sagen, auch mit Schalke. Und da muss ich sagen, da sieht man, wie schnell und gut sowas laufen kann. Also wir haben nach dem letzten Spiel Kontakt aufgenommen mit Dirk Schuster und seinem Berater. Und er wollte seinen Präsidenten selbst unterrichten, informieren, hat auch 2-3 Tage drüber nachgedacht, aber hat dann eben seinen Präsidenten informiert und dann gingen die Gespräche los zwischen den Vereinen. Und da ging es auch sehr schnell. Wir haben 2-3 Mal telefoniert und haben dann gesagt, es macht sicher mehr Sinn, sich zu treffen. Wir sind in das Gespräch gegangen, haben uns angeschaut und haben gesagt, ist das jetzt einfach nur mal ein Verhandlungsgespräch oder ist es Ziel, mit einem Ergebnis rauszugehen? Und ich bin froh, dass es dann eben gelungen ist, sehr schnell auch eine Einigung zu finden und eine Lösung. Von daher ist es für uns natürlich schön, dass wir das zeitgleich dann eben auch bekannt geben konnten. Warum wollten Sie denn Dirk Schuster sportlich als Trainer jetzt unbedingt verpflichten, wenn Sie sagen, das war der, der über allem stand, das war der Einzige, mit dem wir gesprochen haben? Was war das, was Sie da angesprochen hat? Also zunächst mal hat er gezeigt, dass er auch in schwierigen Bedingungen mit einem nicht so großen Budget sehr viel erreichen kann. Aber auch die Art, wie er Fußball spielen lässt, eben auch sehr kompakt zu stehen, schnell umzuschalten. Ich glaube, das ist auch die Art, wie wir in den letzten Jahren unsere Erfolge eingefahren haben. Von daher bin ich auch überzeugt, dass Dirk Schuster sehr gut von seiner Denke, von seiner Art, wie er Fußball spielen lässt, zum FC Augsburg passt. Wobei da jetzt viele erstmal mehr an kompakt stehen als an schnell umschalten denken, wenn man an den Darmstädter Fußball der vergangenen Saison denkt. Also das könnte so eine Befürchtung sein, dass man sagt, spielt Augsburg jetzt künftig so einen Mauerfußball? Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man aus seinen Möglichkeiten das Maximale rausholt. Und Ziel von uns ist es, dass wir kontinuierlich die Qualität erhöhen und weiter an dem Ziel arbeiten, den FC Augsburg zum richtig stabilen Erstligisten zu machen. Und teilweise habe ich jetzt auch gelesen, dass neue Ziele formuliert werden sollen. Das ist definitiv nicht unser Denken, weil solange wir eines der niedrigsten Budgets haben in der Liga, wird es ein Riesenerfolg sein, die Klasse zu halten. Und so werden wir auch in die neue Saison starten. Inwiefern kann denn der neue Trainer seine Vorstellungen jetzt noch einbringen in den Kader? Also wenn man sie zum Saisonende auch gehört hat, steht ja der Kader ziemlich fix oder sind eigentlich die meisten Stellen vergeben? Also ganz so viel? Das ist richtig, aber das haben wir natürlich auch mit Dirk Schuster besprochen, dass ein Großteil des Kaders steht, dass wir auch ganz klar
die Philosophie vertreten, wenn dann nur punktuell was zu verändern. Und der Trainer wird sich, hat natürlich einen Eindruck von unserem Kader, von unseren Spielern. Er kennt uns sehr gut. Er hat uns ja auch, denke ich, gut analysiert im Vorfeld der Spiele. Und ja, er freut sich, dass er einen guten, stabilen und starken Kader vorfindet. Stefan, spielt noch. Das heißt, die Verpflichtungen von Teigl, Jute und die Vertragsverlängerung Vollner, Horvaleo, Finn Bogason, wer hat das letztlich abgesehen? Beziehungsweise von wem gab es das? Okay, irgendein Trainer musst du sagen, ja, machen wir. Oder haben Sie das mehr oder weniger entschieden? Das, wir haben natürlich in den letzten Monaten uns mit dem Markt beschäftigt, wie immer. Und haben dann, wenn es Möglichkeiten gab, eben auch angefangen, Gespräche zu führen. Und da war der Schuster noch nicht involviert. Jetzt ist er da. Haben Sie sich mal den Kader von Darmstadt genauer angeschaut? Da sind ja auch furchtbar interessante Spieler mit dabei. Würde ja Sinn machen. Er kennt auch die Spieler da. Also wir haben auch im Gespräch mit Darmstadt 98 gesagt, dass es überhaupt nicht in unserem Interesse ist, in dieser Transferperiode Spieler von Darmstadt 98 zu verpflichten. Ich denke, das wäre für Dirk Schuster auch nicht so gut. Er hatte eine tolle Zeit in Darmstadt, eine sehr erfolgreiche Zeit und das passt einfach nicht, wenn man jetzt da hingeht und Spieler von Darmstadt 98 verpflichtet. Aber warum nicht? Weil es sich nicht geziemt? Oder? Ja, weil er natürlich auch in viele Verträge dort involviert war. Und ich halte nicht so viel davon, wenn ein Trainer dann Gleichspieler von seinem alten Verein mitnimmt. Das wäre ja ein schönes Geschenk für die Trainer. Das haben sie noch nicht eingefordert. Stefan, der Wechsel von Markus kostet bis zu 5 Millionen, angeblich Schalke. Sie zahlen angeblich 1,5 Millionen. Ich würde gerne noch fragen, muss man sich daran gewöhnen, dass jetzt auch Trainer Geld kosten, dass Verträge halt, ja, möchte ich mal so in den Raum stellen, was Verträge sind, bedeuten. Kein so besonders schönes Bild. Eins ganz deutlich, es geistern sehr viele Zahlen durch die Gegend und ganz viele Zahlen sind falsch. Aber auch da werden wir es halten wie die letzten Jahre auch. Mehr gibt es da von unserer Seite aus nicht dazu zu sagen. Alle Verträge haben auch die Verschwiegenheitsklausel. Also von daher kommentieren wir Zahlen nicht. Aber es ist natürlich so, wenn ein Trainer einen laufenden Vertrag hat und es einen Interessenten gibt, dann ist es für mich völlig normal, dass dann auch eine Ablösesumme fällig wird. Das ist eine ganz wichtige Personalie innerhalb eines Clubs. Vielleicht die wichtigste Personalie innerhalb eines Clubs. Das ist ja nicht nachzuvollziehen, warum dann keine Ablösesumme gezahlt werden soll. Und hat man dann als abgebender Verein eigentlich gar keine Chance, den Trainer zu halten, wenn man das eigentlich möchte? Also ich hatte es so verstanden, Sie hatten ja immer betont, Markus hat einen Dreijahresvertrag, Sie wollen ihn unbedingt halten. Darmstadt hatte das auch betont, dass Sie eigentlich mit Dirk Schuster weitermachen können. Da hat man keine Möglichkeiten. Ja, wir hätten sehr gerne mit Markus Weinzierl weitergemacht, aber wenn dann ein Trainer auf einen zukommt und den Wunsch äußert, unbedingt wechseln zu wollen, dann beschäftigt man sich damit, auch wenn es keine Ausstiegsklausel gibt. Aber er ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen und dann haben wir uns eben auch Schalke 04 angehört und sind am Ende zu dem Schluss gekommen, dem jetzt zuzustimmen. Waren diese Verhandlungen so hart, wie man das so von außen wahrgenommen mitbekommen? Nein, gar nicht. Nur das ist völlig normal, dass man da vielleicht zu Beginn eine unterschiedliche Auffassung hat. Aber es ist wie immer so, wenn drei Parteien da zusammenkommen, muss man einen Weg finden, mit dem jeder leben kann, sonst kommt es eben nicht zum Abschluss. Aus der Weinzel-Ecke hat man uns ja gesagt, dass es daran liegt, dass es so lange dauert, weil der FC Augsburg da einen Spieler will von Schalke. Ich sage Ihnen, warum es so lange gedauert hat. Das ist zum einen natürlich, weil, denke ich, Christian Heidel auch erst nach der Saison offiziell in Amt und Würden war bei Schalke 04. Und wir hätten es dann letzte Woche durchziehen wollen. Da war Markus Weinzierl im Urlaub und konnte den Auflösungsvertrag nicht unterschreiben. Das war der Grund, warum sich die Dinge so lange gezogen haben. Also es lag nicht an irgendwelchen Poker-Sachen? Nein.
dass man sich noch... Nein. Hat sie trotzdem auf ihrer Seite, die Sie ja für den FCA verhandelt haben, für Irritation gesorgt, dass Markus Weinzierl in dem Interview mit der Zeit und auch in dem Interview mit der Sportbild ja schon relativ konkret wurde, während ja die Vereine, sowohl Schalke als auch Augsburg als auch Darmstadt, alle noch drauf gepocht haben, solange es von uns keine Bestätigung gibt, ist noch nichts fix. Das war ja für uns war das schon sehr überraschend und natürlich auch verwunderlich, dass schon in der letzten Woche Interviews gegeben worden sind, in denen er sich als Schalke-Trainer darstellt, weil die endgültige Entscheidung fiel gestern. Also letzte Woche, das schon zu verkünden, war definitiv falsch. Hat aber jetzt keinen Kratzer hinterlassen? Nein, aber gewundert haben wir uns schon. Hat er sich den Schalke schon vor dem Bundesliga-Ende bei Ihnen gemeldet? Weil wenn Markus seit April wusste, dass er nach Schalke gehen will, muss er ein Angebot von Ihnen haben. Hat sich Schalke dann schon mal gemeldet? Oder gesagt? Ich hatte Kontakt mit Christian Heidel, aber wir hatten eben kein verbindliches Angebot vor Ende der Saison. Weil Sie auch gesagt hatten, im Moment nicht nach der Saison? Oder? Ja, und weil Schalke wahrscheinlich auch noch nicht so weit war. Ja. Wann hatten Sie den Kontakt zu Heidel? Das ist ja auch irgendwie eine brenzliche Situation. Der war ja auch noch nicht komplett in Amt und Würden auf Schalke. Das ist richtig, aber er hat gesagt, dass sowohl Mainz als auch Schalke darüber Bescheid wissen. Und er informiert uns, dass Markus Weinzierl der Wunschkandidat ist. Und in konkrete Gespräche sind wir eben erst nach Ende der Saison gegangen. Ist das ein Modell für die Zukunft, dass man wirklich auch, wenn Sie sagen, Sie wussten ab April eben dann konkret, dass Markus Weinzierl zum Saisonende nach zu Schalke 04 gehen möchte, und dass man trotzdem als Verein an seinem Trainer festhält? Ich könnte mir Vereine vorstellen, die mit Sicherheit gesagt hätten, okay, wenn du schon andere Pläne hast oder andere Wünsche hast, dann macht eine Zusammenarbeit keinen Sinn mehr. Trotzdem hat man da zusammengestanden, hat die Saison zu einem erfolgreichen Ende gebracht. Ist das ein Modell, was Mode machen könnte in der Bundesliga, auch wenn man weiß, dass Trainer gehen wollen? Also für uns war es ganz klar entscheidend, dass das Gefühl auch da ist, dass alle Beteiligten gemeinsam alles für den Klassenerhalt tun. Und das war eben so. Und Markus hat einen klasse Job gemacht bis zum letzten Tag. Und von daher waren wir fest überzeugt, das gemeinsam auch durchzuziehen. Auch wenn Sie keine konkreten Zahlen kommentieren wollen, kann man trotzdem festhalten, dass sich diese Trainerrochade für den FC Augsburg auch finanziell gelohnt hat? Ich werde keine Zahlen kommentieren. Wenn wir mit dem Abschluss der Verträge nicht einverstanden gewesen wären, hätten wir es nicht gemacht. Als Sie die Aussagen von Markus Weinzierl in der vergangenen Woche gelesen haben, haben Sie da mit ihm nochmal selber gesprochen, SMS geschrieben, und wenn Sie sagen, Sie waren überrascht, so nach dem Motto, was soll das? Oder mit dem Berater? Nee, wir hatten da jetzt in der letzten Zeit überhaupt keinen Kontakt, und das waren jetzt dann Gespräche am Ende, die Schalke 04 und wir geführt haben. Wann hatten Sie zuletzt Kontakt mit Weinzierl? Also haben Sie sich auch persönlich verabschiedet oder sind Sie quasi auch einer links, einer rechts gegangen? Nein, wir hatten einen Saisonabschluss nach dem letzten Spieltag, und ich denke, dass wir beide in dem Moment schon davon ausgegangen sind, dass es zu einer Einigung kommen kann. Ich glaube auch, dass man das jetzt alles die letzten Wochen ein bisschen sacken lassen sollte. Und mir ist es sehr bewusst, dass wir eine grandiose und tolle Zeit zusammen hatten und wirklich viel erreicht haben gemeinsam. Von daher freue ich mich auch, wenn wir uns in Zukunft über den Weg laufen, und es wird sicherlich auch mal die Gelegenheit geben, das nochmal in aller Ruhe zu besprechen und vielleicht schön miteinander essen zu gehen. Aber von dieser Seite jetzt hier, er ist natürlich jetzt extrem mit Schalke 04 beschäftigt, und da wünsche ich ihm von Herzen alles, alles Gute und viel Erfolg. In Darmstadt waren ja auch die Väter von Dirk Schuster und Sascha Franz eingebunden. Werden die jetzt künftig für den FC Augsburg arbeiten? Nein, also das war aus der Not geboren in Darmstadt, weil es eben die Strukturen noch nicht so da waren. Ich denke, dass wir da ein Stück weiter sind als Darmstadt 98. Und die Trainer da durchaus ein Umfeld vorfinden, das sehr professionell und gut arbeitet.
Dirk Schuster bringt einen Co-Trainer mit und ein viertes Trainer, kommt dann noch ein zweiter Co-Trainer? Das sind im Grunde zwei Co-Trainer. Das heißt, der eine hat eher den Schwerpunkt eben noch im athletischen Teil, aber Dirk Schuster kommt mit seinen beiden Co-Trainern. Das heißt, das Trainerteam besteht dann aus drei Personen in der kommenden Saison oder kommt dann noch was Neues dazu? Das muss man abwarten. Aber das Deko Miletic bleibt, oder? Als Torwarttrainer, oder? Ja, alle anderen Trainer sind unter Vertrag. Denkt er auch an Christian Wörns vielleicht in der Funktion als Co-Trainer? Das ist nicht angedacht. Die Co-Trainer von Markus Weinzel, die auch an den Auswärtsvertrag, oder wie ist das mit diesen Co-Trainern? Nein. Das ist nichts, oder? Nein. Da ist weder Schalke 04 noch Markus Weinzierl noch einer der Co-Trainer auf uns zugekommen. Also die sind nach wie vor beim FC Augsburg unter Vertrag. Die sind nach wie vor, also alle, wie letztes Jahr. Ja, der FC Schalke schreibt doch, dass Bella und Tobi Zellner mit und Tommy Bartes, die mitgefahren sind. Kann ich nichts dazu sagen. Das heißt, sie haben eine Trainermannschaft jetzt. Das ist eine gute Elf. Ja. Nicht ganz. Das wollen Sie ja sicher eingehen, oder? Das wird man sehen, aber das war jetzt nie Teil der Gespräche. Also wir haben so gehalten, ich habe mit Dirk Schuster gesprochen, er hat gesagt, er würde gerne seine Co-Trainer mitbringen. Von daher habe ich im ersten Gespräch mit Darmstadt 98 gesagt, dass ich mich gerne über die drei Personen unterhalten möchte. Und es war immer Teil der Gespräche, dass wir das Team von Darmstadt 98 zum FC Augsburg holen wollen. Und der Wechsel Weinzierl-Schalke betrifft jetzt nur Markus Weinzierl? Betrifft nur Markus Weinzierl. Das heißt, wenn jetzt Schalke oder Weinzierl auf Sie zukommt und sagt, er hätte gerne seine Co-Trainer, dann wollen Sie dann nochmal ablösen? Dann werden wir uns damit beschäftigen. Aber bisher ist keiner auf mich zugekommen, also von daher stellt sich das Thema für mich nicht. Wann kommt der Schuster nach Augsburg? Ist das schon fix? Ja, wir haben mal, erst Trainingsauftakt ist der 20. Und wir werden uns im Vorfeld natürlich schon mal auch in Augsburg treffen, um viele Dinge zu besprechen, Organisatorisches zu besprechen. Aber da gibt es noch keinen festen Termin. Er ist aktuell noch im Urlaub. Ich glaube, das ist ganz wichtig nach so einer Saison auch, für einen Trainer, der einen sehr aufreibenden Job hat, mal abschalten zu können. Von daher ist es sicher auch gut, dass die Entscheidung jetzt gefallen ist, weil man ansonsten natürlich schon täglich am Telefonieren ist und sich Gedanken macht, sollen sie noch mal ein paar Tage abschalten und dann gehen wir mit viel Elan an die Dinge für die neue Saison. Was unterscheidet ihn denn von Markus Weinzierl, wenn man jetzt mal so die Typen vergleicht? Ich möchte überhaupt nicht vergleichen. Ich möchte nur deutlich sagen, wir sind sehr glücklich und froh, dass das so schnell ging und dass sich Dirk Schuster auch sehr schnell entschieden hat, dass der FC Augsburg für ihn eine interessante Aufgabe ist. Ja, ist ja für die Fans auch immer ganz spannend, was da für ein Typ kommt jetzt nach Augsburg. Ja, den werden sie kennenlernen und es wird sicher auch eine vernünftige Vorstellung von Dirk Schuster geben. Ich glaube, man sollte ihm die Gelegenheit geben, dass die Fans, dass sie ihn auch kennenlernen. Gibt es schon Stand der Vorbereitung, Trainingslager, ist da schon was geplant? Oder? Ja, wir haben erste Dinge besprochen, werden auch relativ zeitnah dann mit Details Sie informieren. Angedacht ist ein Trainingslager Anfang August auf alle Fälle. Aber auch die Testspiele, die wir so in Planung haben, das werden wir in den nächsten Tagen festzuhören. Es wird kein Vorbereitungsspiel gegen Schalke. Ist bisher nichts vereinbart. Wir sind sehr glücklich, dass wir uns in der Saison wieder zweimal mit Ihnen messen können. Nur zu den Co-Trainern, ist es dann so, dass wenn Weinzierl hätte einen Vertrag gehabt bis 2019, haben die dann auch einen Vertrag praktisch? Ich möchte über Vertragsinhalte jetzt nicht weiter, aber Sie haben laufenden Vertrag beim FC Augsburg. Sie haben eingangs gesagt, Sie wünschen natürlich Weinzierl alles Gute. Jetzt weiß man ziemlich genau, dass es Schalke nicht so leicht ist zu trainieren. Kann er das machen? Schafft er es besser als seine Vorgänger, seine gefühlten Dutzende? Also er ist ein richtig guter Trainer und er hat jetzt mit Christian Heidel einen erfahrenen Manager an seiner Seite. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass sie da erfolgreiche Arbeit leisten. Und
glaube, Schalke 04 hat großes Potenzial. Und Markus Weinzierl hat eine ganz klare Auffassung, wie er Fußball spielen lassen will. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch auf Schalke 04 erfolgreich ist. Sie haben gesagt, die Trainer, mehrere Trainer können sich jetzt entspannen, abschalten. Wie schaut es bei Ihnen aus? Ja, das ist leider so, dass es das Fußballgeschäft nahezu das ganze Jahr durchläuft. Und ich werde mal für 5 Tage auch Richtung Sonne fliegen. Wir haben ja jetzt hier nicht das optimale Wetter, um eine Freizeit auch mal hier zu genießen. Also ich bin aber nur 5 Tage weg. Aber Sie wären telefonisch erreichbar? Ich bin telefonisch nahezu immer erreichbar. Ich bitte nur eben um Verständnis, ja, weil ich extrem viel Gespräche zu führen hatte in den letzten 2 Wochen und es, denke ich, auch keinen Sinn macht, Wasserstandsmeldungen abzugeben. Ich habe schon so viele Dinge erlebt, wo man davon ausgegangen ist, dass ein Transfer stattfindet und ist aus irgendwelchen Gründen dann doch gescheitert. Und aus dem Grunde halte ich so, dass wir Fakten schaffen und sobald Fakten geschaffen sind, wir dann gerne auch umgehend informieren und dann auch für Fragen zur Verfügung stehen. Aber vorher macht es meiner Meinung nach keinen Sinn. Warum haben Sie am Dienstag via Twitter auf die Kicker-Meldung dann reagiert? Warum dann doch eine Wasserstandsmeldung? Einfach nur, um zu informieren, dass es noch nicht fix ist. Ich habe Fakten verkündet, wieder Fakten, es war noch nicht fix. Können Sie sich an Duelle auf dem Platz, Reuter gegen Schuster, noch erinnern? Nee. Ich habe irgendwo gelesen, glaube ich, dass ich in den Duellen leicht die Nase vorn hatte. Das liegt vielleicht daran, dass ich das Glück hatte, in guten, richtig guten Mannschaften zu spielen. Waren Sie bei der Schuster-Möller-Schwalbe auch mit auf dem Platz? Ist das die Aktion gewesen, wo Andi Möller dann gesperrt wurde? Ja, dann stand ich da auf dem Platz. Also ich fand es ein Wahnsinn damals, weil immer wieder mal Schwalben vorkommen und dass dann einer rausgepickt wird, der gesperrt wird. Das war für uns damals nicht ganz nachvollziehbar, aber ich glaube, heute kann man drüber schmunzeln. Jetzt ist der Kader ja durch die Europa League in der vergangenen Saison, durch ein paar zurückkehrende Leihspieler sehr groß. Ich glaube, es sind 30 Verträge, sogar ohne die Nachwuchsspieler. Wird es eine der ersten Aufgaben von Dirk Schuster sein, auch mal zunächst ein paar Spieler auszusortieren? Ja, das muss man analysieren, besprechen. Nur für uns war es eben, das hat die letzte Saison gezeigt, sind sehr viele Spieler zum Einsatz gekommen und es war für uns sehr wichtig, den Kader eben auch dementsprechend zu verbreitern. Und vorher haben es viele Vereine nicht geschafft, mit der Belastung Euroleague dann eben auch die Klasse zu halten. Uns ist es geglückt und von daher kann man wieder von einer tollen, erfolgreichen Saison in Augsburg sprechen und alles Weitere wird man jetzt in Ruhe sich anschauen und dann die Dinge besprechen. Haben Sie in Gesprächen mit Dirk Schuster auch über seine Trainingsmethoden gesprochen? Also wird es auf dem Platz auch ein pinkes T-Shirt geben für den Trainingsfausten und ein Rot für den Trainingsbesten? Ich finde außergewöhnlich und fand es eigentlich eine ganz witzige Idee, ob er das hier auch macht, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Das sind Spieler wie zum Beispiel Bobadilla oder die ja doch sehr stolz sind. Also ob das Spieler in Darmstadt lustig finden, wenn sie mit dem rosa Leibchen über den Platz laufen müssen, weiß ich auch nicht. Der faulste Manager. Ja. Sie haben bei der Trainerfindung immer von Wir gesprochen. Wer ist denn Wir? Nur Sie und Hofmann oder wer war da noch alles mit dem Boot gesessen? Ja, in allererster Linie trifft die Entscheidung Präsident und ich. Aber wir sprechen natürlich mit dem Peter Birks, wir sprechen mit dem Michael Ströll, wir sprechen mit dem Stefan Schwarz, der sehr, sehr nah an uns dran ist. Einfach auch, um da eine Überzeugung zu finden hinter einer Personalie. Was wäre gewesen, wenn Darmstadt gesagt hat, nö, wir brauchen auch den Vertrag? Dann hätten wir uns mit einer anderen Lösung beschäftigen müssen. Wenn Sie jetzt sagen, Herr Weinz konnte den Auflösungsvertrag nicht unterschreiben, weil er im Urlaub war, aber der Schuster ist ja auch im Urlaub. Wie konnte das denn? Ja, das geht ja auch über Fax, aber von daher hat es ganz
ganz gut und problemlos funktioniert. Nein, aber wir wollten, ich weiß nicht, die haben es aus logistischen Gründen nicht geschafft, einen Fax zu unterzeichnen. Offensichtlich. Stefan, Sie haben gesagt, es wird keine Spieler aus Darmstadt geben in Augsburg. Also ich habe das für diese Transferperiode ausgeschlossen. Im Gespräch mit Schalke waren jetzt auch in der Gerüchteküche Spieler aus Schalke. Ist man da interessiert? Gäbe es da Hemmnisse von Schalke-Spielern zu verpflichten? Nein. Also das ist klar, dass Schalke 04 großes Potenzial hat, von daher auch natürlich einen sehr starken und guten Kader und dass da der ein oder andere Spieler uns weiterhelfen könnte. Das ist klar, aber mehr gibt es dazu nicht. Haben Sie andersrum die Befürchtung, dass Markus Weinzierl versucht, einen Spieler von hier mitzunehmen, oder ist das auch besprochen worden, dass das nicht gemacht wird? Also zunächst mal bei den Spielern, die unter Vertrag stehen, geht es ohne unsere Zustimmung nicht. Also, und das ist bisher nie Thema gewesen. Stefan, ganz anderes Thema, Euro. Trauen Sie Deutschland den Titel zu? Ja. Warum? Weil Sie nach wie vor eine richtig starke Mannschaft haben und ja, dass Sie schon Großes erreichen können, eben nach dem WM-Titel jetzt auch die Europameisterschaft zu gewinnen. Uns damals ist es leider nicht gelungen, war 90 dabei in Italien und dann 92 leider das Finale verloren gegen Dänemark. Das schmerzt nach wie vor. Vor allem, wenn ich daran denke, wie Flemming Poulsen ins erste Training gekommen ist in Dortmund. Also das war ein Moment, den hätte ich mir gerne erspart. Ist Deutschland für Sie dann der Top-Favorit? Oh. Ist einer der Top-Favoriten. Wer noch? Ja, Frankreich auf alle Fälle. Aber da gibt es viele. Aber Frankreich natürlich als Gastgeber hat da sicher auch einen Vorteil. Wenn Sie 5 Tage Urlaub machen jetzt im Süden von Frankreich an der Côte d'Azur, dann Fußball gucken? Nee, das nicht, aber ich werde auch mal zur Europameisterschaft gehen. Ich Herz schlägt aber auch ein bisschen für Island und Schweiz. Ich drücke vor allem natürlich Alfred Finnbogason und Marvin Hitz die Daumen. Würde mich freuen, wenn sie zum Einsatz kommen. Haben beide eine tolle Saison gespielt hier in Augsburg und wünsche Ihnen alles Gute da bei der Euro. Und vor allem wünsche ich mir, dass Sie gesund und fit zurückkommen. Klar, also sollten Sie gegen Deutschland, auf Deutschland treffen, drücke ich definitiv der deutschen Mannschaft die Daumen. Wären Sie bei Marvin nicht froh, wenn er nicht spielt? Dass ihn keiner sieht und keiner dann doch noch? Nein, also er hat eine grandiose Saison gespielt und es ist schon ein großes Ziel von ihm, natürlich auch für die Schweiz zu spielen. Und von daher drücke ich ihm die Daumen. Er ist ein toller Torhüter, klasse Ausstrahlung. Ist sehr von der Persönlichkeit sehr, sehr stabil und sehr stark. Und ich traue es ihm auf alle Fälle zu, auch in der Nationalmannschaft zu spielen. Und er wird ganz sicher dann auch im August wieder in Augsburg aufschlagen. Gehe ich schwer davon aus. Außerhalb der ganzen. Ich hoffe schon vorher. Außerhalb der ganzen Trainingsdiskussion gab es auch immer wieder Meldungen über Spieler, an die angeblich irgendwo ein Gespräch sein, Stichwort Bobadilla, Stichwort Esswein, wie ist da der aktuelle Stand? Gab es schon Gespräche mit dem entsprechenden Berater und vielleicht auch mit den Spielern, dass sie sagen, wir sind unzufrieden, können wir was machen? Nein, solche Dinge werden wir aber grundsätzlich nicht kommentieren. Aber das ist ganz normal, dass auch andere Clubs den einen oder anderen Spieler vom FC Augsburg interessant finden. Nur wir sind sehr glücklich, dass wir gute Qualität im Kader haben, die wollen wir auch behalten. Sandro Wagner wäre kein Spieler mehr von Darmstadt und der hat gesagt, Augsburg wäre natürlich eine Option, gerade eben auch aufgrund der Personalie Schuster. Wäre das einer, der im FCA weiterhelfen könnte? Ist kein Spieler von Darmstadt? Wissen Sie mehr als ich? Guter zurück, er ist noch Spieler. Nein, aber wir haben gesagt, wir haben gesagt, wir werden kein Spieler jetzt von Darmstadt 98 in dieser Transferperiode verpflichten. Also auch die gesagt haben ja öffentlich, dass er nicht mehr in Darmstadt. Keinen, der unter Vertrag steht.
Abgänge schließen Sie jetzt nicht aus? Weil ich meine, es gibt ja auch Spieler wie Matthausch oder die... Kann man generell nie ausschließen. Aber das sind Dinge, die wir jetzt dann eben auch in den nächsten Wochen mit dem neuen Trainer besprechen werden. Wie ist also Ihr persönlicher Fahrplan bzw. der Fahrplan mit Schuster? Also wenn Sie sagen, er ist momentan noch im Urlaub, dann sind Sie im Urlaub vielleicht, dann hat man ja schon wieder 10 Tage, sind er dann ins Land gezogen. Dazwischen werden wir uns auf alle Fälle schon mal treffen und uns die Zeit nehmen, viele Dinge zu besprechen. Und dann geht es ja, wir fangen sehr früh an, wir sind, glaube ich, mit der erste Verein, der die Vorbereitung beginnt. Ist sicher eine sehr lange Vorbereitung, aber sind überzeugt, dass wir eine gute Vorbereitung brauchen, um dann eben auch eine stabile Saison spielen zu können. Warum so früh und wird es dann nochmal eine Pause zwischendrin? Das ist sehr wahrscheinlich, aber das sind dann Dinge, die der Trainer entscheidet. Und wir sind der Meinung, dass es so richtig ist und dass wir uns so optimal auf die neue Saison vorbereiten können. Ändert sich für Ihre Arbeitsweise was mit einem neuen Trainer? Also werden Sie auch regelmäßig auf den Trainingsplatz schauen oder ist das Zone des Trainers? Nein, ich denke, dass sich an meiner Arbeitsweise nicht so viel verändern wird. Danke. Vielen Dank.